Einen wunderschönen guten Morgen, Tag oder Abend. Lehnt euch wie gewohnt zurück und holt euch eine heiße Tasse Tee, auch wenn ich meine natürlich schon während des Streams ausgetrunken habe. Wünsche ich euch trotzdem sehr viel Spaß mit diesem kleinen neuen süßen Live-Projekt, denn mit dem Release von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom habe ich ein kleines neues Projekt angefangen und dementsprechend viel Spaß mit der ersten Folge. Ich gehe erstmal aus und wir können reingehen in das süße kleine neue Spiel. Ich habe das Spiel gestern Abend, beziehungsweise ja, gestern Abend aus meinem Briefkasten geholt. Hab auch schon gestern und heute auch ein klein wenig reingespielt und ich muss sagen, es gefällt mir bisher. Ich auch tatsächlich ein klein wenig überrascht, wie das Spiel startet. Finde es aber auch positiv, dass wir es mal von einer anderen Perspektive heraus spielen können. Ja. Zick. Und wer steckt in dieser Kapuze? Unser Held Link. So viel zu. Ja, ich freue mich, dass es von einer anderen Perspektive endlich mal gespielt werden kann. Ja, und was passiert? Wir starten natürlich zuerst mit Link. Aber es ist schön, so zumindest mit immer vielen Herzen zu starten. Bisschen ungewohnt, aber es ist schön. Tatsächlich, als ich es gestern auch ein klein wenig angespielt habe, hat mich dieses ganze Ambiente ein klein wenig an ganzen Lego Star Wars und hast du nicht gesehen Spiele erinnert. Von dem ganzen Ambiente einfach her. Was ich auch sehr vermissen werde, ist das Schwert, die Bombe, der Pfeil und Bogen. Ja. Schön, so wieder so diese klassische Wälder, wie es mir auch ja, die bisherigen Teile auch mal wieder sehr gut gefallen haben. Und ich habe es auch ein klein wenig vermisst, irgendwelche Sachen durch die Gegend zu schleudern und Kaffee zu machen. Mama, da ist irgend so ein komischer Typ bei uns im Haus, der macht unsere Pette kaputt. Ah. Definitiv eins meiner Lieblingssachen in Zelda. Man geht irgendwo rein und man macht Sachen kaputt. Ich weiß noch nicht so wirklich, ob ich so ein großer Fan davon bin, dass man dann auch tatsächlich immer wieder, ja, ich jetzt selbst springen kann. Weil wie ihr seht, funktioniert nicht immer bestens. Wobei, ich erinnere mich da gerade so an The Legend of Zelda Skyward Sword, da wo man automatisch springt und ich mit diesen kleinen süßen Controllern auch nicht wirklich jedes Mal so bestens mich koordiniert habe, obwohl ich eigentlich nur geradeaus laufen muss. Ja, und jetzt sind wir wieder hier. Ich kann ja nicht springen. Ach, sehr schön. Es wäre zumindest schön, wenn ich ein klein wenig bisschen bessere Koordination hätte. Vielleicht funktioniert es auch ein klein wenig besser, dass wenn ich die Controller an der Switch selbst dran habe und nicht in der Hand halte. Was mir auch sehr auffällt, und zwar positiv, sieht man vielleicht jetzt noch nicht, aber es gibt definitiv sehr viele kleine süße Details in dem ganzen Spiel. Bisher hatte ich noch kein weiteres, ja, kleines Easter Egg gefunden. Ich sollte es nicht runterfallen lassen. So wie bei The Legend of Zelda Link Between Worlds, beziehungsweise, guck mal, ich rede gleich später danach weiter. Ah, Zelda. Und wir müssen sie retten. Du schon wieder? Ja, ich schon wieder. Nerviger Wicht. Diesmal kommst du genau richtig. So kannst du der Prinzessin im Jenseits Gesellschaft leisten. Vielen Dank, ich werde sicherlich sehr viel Spaß dort haben.
erstmal dramatisch einen Umhang nach hinten werfen. Lieben wir. Ja. So viel zu, ich muss noch einen kleinen Weg für die ganzen wunderschönen, tollen Sachen, Controller-Sachen zurechtkommen. Das lief nicht so gut. Jetzt mal ein paar Bomben auf jeden Fall schicken. Ja. Hallo. Du kommst genau richtig zur Action. Ja. Und wie ich wunderschöne Bomben werfe. Ja, lass mich in Ruhe. Ich bin noch klein. Ja. Tatsächlich, nein. Das ist so der Endboss, der sich ankündigt, gegen den wir wahrscheinlich früher oder später kämpfen dürfen. Ja, das ist nur so der Anfang. Ich glaube, das wären ziemlich schnell für die ersten 6 Minuten bis zum Endboss hinzukommen. Ah, mit sehr vielen Leben zu starten. Lass mich in Ruhe, ich bin klein. Schön, dass vielleicht die Bombe da hochgeht, wo er auch ist. Hallo. Na, hast du schön genug von mir? Wovon ich aber auf jeden Fall nicht genug habe, ist Tee. Und ich habe eine süße Tasse und eine Untertasse, das freut mich. Tja, herzlichen Glückwunsch, damit haben wir das Spiel beendet und weiter geht's zum nächsten Spiel. Ja. Plötzlich geht der Speer runter und irgendwelche Risse tauchen auf und nehmen Link mit. Aber ist ja Zelda befreit? Man weiß es nicht. Ah, nice, WoW Time. Ja, das kommt dann morgen. Ja, ich muss hier den linken Controller bewegen, damit ich mich befreien kann. Nein, Link, ja. Ja, das habe ich vorhin auch schon gemeint, dass es ich ziemlich schön finde, dass es jetzt mal endlich ein Zelda-Spiel gibt, was aus der Perspektive von Zelda spielt tatsächlich. Wie oft wurde Link als Zelda bezeichnet und ja, auch davon sehr viele unzählige Memes zu. Ich bin nicht Zelda, ich bin Link. Ja, na genau nach diesem Prinzip endlich mal. Spielen wir mit Zelda? Du hast die Kapuze des Schwertkämpfers erhalten. Diese Kapuze hat der grüngewandte Schwertkämpfer zurückgelassen. Damit kannst du dein Gesicht beinahe vollständig verbergen. Ich denke nicht, dass ich das brauchen werde. Schließlich bin ich ja die Prinzessin. Kleines Glühwürmchen. Ich glaube, du hast da irgendwas in der Matrix kaputt gemacht. Wenn der Riss anfängt, plötzlich sich auszubreiten. Hm. Erinnert mich aber auch ein klein wenig in WoW an The Warbird Inn mit den ganzen violetten lila Sachen. Ja. Erinnert mich so ein klein wenig an diese Lego-Spiele, also für den PC. Lego Star Wars und so ein Zeug. Lego Harry Potter. Ich finde, das hat echt eine sehr schöne, angenehme Grafik. Warte auf mich, Glühwürmchen. Ich habe kurze Beine. Woher kommt das alles? Lass mich bitte in Ruhe. Ja, sehr schön. Genau, dann, wenn sich stolpert, hört der Riss auch auf. Weiß nicht, wollte der Riss auch Zelda mitnehmen oder war das nur so, hey, wir klauen euch euren Helden, den Link. Erstmal den Teebeutel rausnehmen. Kann ich nicht wegwerfen. Ja, sehr schön umgeben. Und da ist schon auch das Schloss Hyrule. Da gehöre ich hin. Da muss ich hin, um nach Hilfe zu bitten. Ich liebe dieses Spiel. Beziehungsweise, die Grafik wäre voll gut für ein Pokémon-Spiel. Weiß ich noch nicht. Kann ich mir gerade noch nicht vorstellen.
Guck mal, wir wurden entdeckt. Ah, sie verbeugen sich vor uns. Wie schön. Hilfe, bitte helfen Sie mir. Aber ich bin unversehrt. Danke der Nachfrage. Ich folge euch. Auffällig. Ich glaube, wenn man so zwischen zwei Wächtern durch die Gegend läuft, kann man auch nicht anders als, ja, auffällig denen zu folgen. Und da kommt gleich noch ein Riss. Auch sehr schön. Überall, wo ich hingehe und hinschaue, ist Verderbnis und Risse. Wie erstaunt die sind. So will ich nicht hierher gehören. Vielen Dank aber auch. Was für eine Freude, ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Geht es euch gut? Seid ihr auch nicht verletzt? Ganze 7 Tage wart ihr verschollen. Kaum noch jemand rechnete mit eurer Rückkehr. Die Soldaten haben fieberhaft gesucht, aber nichts gefunden. Wir waren überzeugt, dass ihr weggezaubert worden seid. Yippie, Prinzessin Zelda, spiel mit mir. Aber jetzt klafft mitten in der Stadt ein Riss, aber wenigstens seid ihr wohlbehalten zurück. Tippstup, ja. Eure Hoheit, ich möchte euch noch einmal ganz offiziell zu Hause willkommen heißen. Als allererstes wollt ihr sicherlich mit dem König sprechen. Wenn er euch wohlbehalten sieht, wird er außer sich sein vor Glück. Ja. Kleine Mädchen ist süß. Und ich wollte mit dem Mädchen sprechen, aber schön, dass du dich angesprochen fühlst. Ich vermag kaum in Worte zu fassen, wie wundervoll es ist, euch wieder unter uns zu wissen, Eure Hoheit. Wir alle hatten schon befürchtet, ihr wäret weggezaubert worden. Was meint ihr mit weggezaubert? Bei mir ist letzten Freitag der Dönerladen vom Haus abgebrannt, angeblich Brandstiftung. Okay, das war ich nicht, definitiv nicht. Mein Beileid, schätze ich mal. Was sagt man in solchen Situationen? Weiß ich wirklich selten oder gar nicht. Wie dem auch sei, was für ein Glück, dass Sie zurück seien. Allein der Gedanke daran, dass wir euch nie wieder sehen würden. Tag für Tag haben wir Suchtrupps gebildet und keinen Stein nach dem anderen gelassen, um nach euch zu suchen, Prinzessin Zelda. Oh, guck mal, das ist der Riss, von dem die vorhin gesprochen haben. Hallo. Ja. Euer Hoheit, ich bin so erleichtert, dass ihr unversehrt heimkehren konntet. Im Schloss werden sicher auch alle überglücklich sein. Ach, dieser Riss, der erschien ganz plötzlich. Er scheint sich nicht weiter auszubreiten, aber man sollte sich ihm nicht allzu sehr nähern. Gerüchte zu folgen, verschwinden häufig Leute in Gegenden, in denen Risse in Erscheinung treten. Sie werden weggezaubert, wie wir auch sagen. Nach sind alle Bewohner von Hyrule-Stadt unversehrt. Aber seid bitte vorsichtig. Wohin ihr auch geht, man kann ja nie wissen. Okay, ich werde vorsichtig sein. Hallöchen, was hast du mir zu sagen? Prinzessin Zelda, seht euch das nur an. Unser trautes Heim hat es erwischt. So kommen wir nicht mehr hinein. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich weiß nicht, abwarten und Tee trinken. Ich habe mir vorhin auch eine gemacht. Aber was hat diese wunderschöne nette Dame zu sagen, so ist. Nein, ich möchte mit dir reden. Wir dürfen ein Zimmer im Schloss beziehen, solange unser Haus in diesem Zustand ist. Ich bin schon so gespannt, was für wundervolle Gemächer man uns wohl überlassen wird. Ist das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt für derartige Begeisterung, unser schönes Haus? Das musst du gerade sagen. Vorhin warst du selbst noch ganz aufgeregt, als die Nachricht kam. Naja, ich meine, ein bisschen spannend ist der Gedanke, ja schon im Schloss unterzukommen. Naja, tschüss. Hallöchen, seit der Nachricht eurer Entführung vor 7 Tagen habe ich kaum ein Auge zu bekommen. Aber nun, da ich euch gesund und munter vor mir sehe, ist meine Erschöpfung wie weggeblasen. Willkommen zurück, Prinzessin Zelda. Ah, auch sehr schön. Ah, hier sind Vögel. Mit gestählten Körper muss man sich vor keinem Monster mehr fürchten. Daran glaube ich fest und deshalb setze ich mein rigoroses Training fort. Okay, cool. Was
Was haben wir hier? Grund des Brunnen. Hi. Oh, Prinzessin Zelda. Ich faulenze hier nicht. Ich mache nun gerade Pause. Ehrenwort. Ist okay. Hui, erstmal ein Bad im Brunnen nehmen. Okay, was passiert, wenn ich hier... Okay, interessant. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Vorher meinte ich so, ja, mir sind noch keine Easter Eggs hier aufgefallen, aber doch das hier. Von The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Da hat man auch die ganze Zeit an diesen kleinen Vogelstätuelchen, gespeichert. Oh, Prinzessin, Prinzessin, lass uns spielen. Oh, Obsthändler, Hüllchen und ein Hundi. Oh, da war Majora's Mask, der uns das Deko die ganze Zeit verfolgt. Auch sehr interessant. 7 Tage lang in den Clan eines grausigen Ungeheuers. Wenn jemand das Zeug hat, dem Schicksal zu trotzen, dann ihr, Prinzessin. Es gab überhaupt keinen Grund für uns besorgt zu sein. Ha, ich wusste ja schon immer, dass ich gut im Süßholzraspeln bin. Ja, ich liebe Männer, die gut im Süßholzraspeln sind. Und schöne Worte um den Mund. Ja, kann man das so sagen? Ist es überhaupt so ein deutsches Sprichwort? Ich weiß ja nicht. Hallöchen, dieses verruchte Ungeheuer, das es wagte, unsere geliebte Prinzessin zu verschleppen. Ich schwöre, ich werde es eines Tages zur Rechenschaft ziehen. Ohne einen anständigen Trainingsplan wird daraus allerdings nichts. Mal sehen, fangen wir mal an mit 10 Rumpfbeugen. Okay. Dann fang du schon mal an zu trainieren. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter rum und schau mir mal alles genauer an. Süßholzgeraspel, ja, sagen manche Leute. Ist schon so dieses Honig und im Mund schmieren oder ein bisschen bezirzen und ein paar nette Worte sagen. Ist, kann man das so damit vergleichen? Übrigens, hier, das Skyward Sword Puzzle, es ist fast fertig. Ja. Da saß ich die letzten paar Tage wirklich sehr intensiv fast schon dran. Okay, Süßholzgeraspel ist sowas wie Honig und Maul spielen. Okay. Hey, Prinzessin Zelda, lange nicht gesehen. Sag mal, wo warst du die ganze Zeit? Also wirklich, so spricht man doch nicht mit der ehrwürdigen Prinzessin. Ich bin der ehrwürdige Enkel. Ah, von welchem Anime ist das wohl? Ich bitte vielmals um Verzeihung, Euer Hochheit. In letzter Zeit macht ihr mir nichts als Ärger. Ja, ich mache nichts als Ärger. Ja, kann ich irgendwo hören. Aber das, ich finde es wirklich so sehr schön. So anfangs, als wir noch in diesem Tempel waren, sah es so noch naja aus. Aber jetzt finde ich es echt schön hier. Hallöchen. Ich glaube, ich habe noch nie zuvor einen größeren Seufzer der Erleichterung ausgestoßen als gerade eben. Aber genug von mir. Ihr solltet euch jetzt erst einmal etwas ruhen. Okay, danke schön. Lass uns mal hier reingehen. Ah, okay. Ich kann sowieso noch nichts kaufen. Ich habe 0 Rubine. Willkommen in unserem Laden. Augenblick mal. Seid ihr nicht die Prinzessin? Ja, die bin ich. Oh, unsere Prinzessin ist einfach unglaublich. Ihr habt es aus eigener Kraft zurückgeschafft. Naja, nicht ganz. Ich hatte ein bisschen Unterstützung, aber naja. Rein theoretisch habe ich selbst gegen den Endboss gekämpft und mich selbst befreit. Also rein theopragmatisch. Praktisch auch wohl eher weniger. Oh, Prinzessin Zelda. Willkommen zurück. Habt ihr auf eurem Heimweg draußen diese Risse gesehen? Sogar in der Stadt hat sich einer aufgetan. Zum Glück ist dabei wenigstens niemand zu Schaden gekommen. Was wirklich hier, was ich sagen wollte? Der Tempel hat mich noch nicht so wirklich überzeugt. Aber so diese ganzen Häuser hier, die sind echt schön gestaltet. Auch so von innen und von außen. Na, guck mal, das ist wieder ein Hundi. Warum gibt es hier keine Katzen? Ja, wuff, wuff. Oh nein, ein Riss ist mitten in unserer Stadt aufgetaucht. Es ist so dunkel da drin, voll gruselig. Was wohl passiert, wenn der eine verschluckt? Keine Ahnung, wollen wir es ausprobieren? Ich schub's dich rein und du erzählst dann, was genau passiert ist. Okay, sie ist, warum seid ihr so gut gelaunt? Mit eurer sicheren Rückkehr ist mir wahrlich ein Stolz im Herzen gefallen. Ich werde diesen finsteren Kreaturen niemals verzeihen, die euch verschleppt hat. Niemals. Was willst du dagegen tun? Und ich finde es auch sehr schön, dass hier
diese Person wahrscheinlich weiblich ist, aber trotzdem Link es ja ähnlich sieht. Kann es sein, dass endlich Link das erste Mal in einem Spiel sowas wie eine Mutter hat? Ich weiß es nicht, vielleicht werden wir es herausfinden, vielleicht wird es sich aufklären, vielleicht aber auch nicht. So, ich bin wieder zu Hause, lass mich durch. Und da geht mein Herz auf, Inta ist auch da. Ja, willkommen zurück, Prinzessin Zelda. Ich habe mir die größten Vorwürfe gemacht, dass ich euch nicht beschützen konnte. Nachdem überall diese Risse aufgetaucht sind, waren die Bewohner von Hyrule-Stadt zutiefst beunruhigt. Na, da ihr wieder hier seid, werden alle sicherlich meinen Mut fassen. Und ihr seid ganz allein zu uns zurückgekehrt. Unglaublich, wie viel Energie in euch steckt. Lass mich doch zumindest ausreden, weil lass mich überhaupt reden. Ach, was rede ich da? Von lauter Freude kann ich mich kaum im Zaum halten. Also los, ihr solltet euren Vater nicht länger warten lassen. Ich bereite derweil schon einmal ein schönes, warmes Bad für euch vor. Dankeschön, Impa. Auf dich ist immer schön Verlass. Schön, wie sie mit deinem Kopfnicken mir folgte. Dann lasst mich durch. Warte, ich möchte mich hier noch einen kleinen Weg umschauen, wenn ich schon mal hier bin. Hi. In eurer Abwesenheit war die allgemeine Gemütslage im Schloss wirklich sehr düster. Ich bin überglücklich, dass sich die Dinge wieder normalisiert haben. Ach, sehr schön. Verschlossene Türen heißen, ich kann da nicht durch. Auch sehr schade. Oh, das ist schön. Wahrscheinlich ist das mein Zimmer oder Zeldas Zimmer. Und da ist eine Mietekatze. Oh, vorhin noch geredet. Ah, darf ich dich mit nach Hause nehmen? Oh, süß. Und ein kleines weißes Pony. Wie süß. Ich würde mich definitiv hier richtig wohlfühlen. Und weiter geht's. Naja. Nachdem wir die Katze zweimal gestreichelt haben, so. Ja, wo ist die ganze Zeit Zelda gewesen? Was machen wir jetzt bloß nur? Oh. Hi. Ich glaube, ihr braucht wegen mir nichts mehr zu machen. Ich bin wieder hier. Prinzessin Zelda, ich bin überglücklich, euch zu sehen. Prinzessin, wie schön, dass ihr wieder bei uns seid. Gleichzeitig gereicht es uns, euren ergebenen Diener zur größten Schande, dass wir euch die ganze Zeit nicht ausfindig machen konnten. Wie konnte es ein einzelner, kleiner oder ein einzelner Mann schaffen, Zelda zu finden, in grüner Kleidung, aber so die Raoul, Patrouille, Stadtwache, was auch immer, nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ministerin Sinistra hat absolut recht. Bitte vergebt uns, dass wir euch nicht zur Hilfe eilen konnten. Ja, General Dex, Ministerin Sinistra. Euer Pflichtbewusstsein ehrt euch, aber nun sollte erst einmal die Freude über die Rückkehr meiner Tochter im Vordergrund stehen. Hohoho. Ja. Ei, Kapitän. So, geliebte Zelda, komm zu mir, damit ich dich richtig sehen kann. Aber Vater, warum hast du so große Augen? Wie geht es dir? Bist du wirklich ganz und gar unverletzt? Ach, was bin ich froh. Breath of the Wild? Mit der OP? Ja. Nun erzähle uns bitte, was in aller Welt in dir zugestoßen ist. Also ich war in einem Kristall, so wie in Skyward Sword, und dann kam ein Mann in grün gekleidet und hat mich befreit. Und dann wurde der von einem schwarzen Riss ausgelöst, von einem Speer im Boden verschluckt. Aber ich habe mich im letzten Zug noch befreit und ich konnte wegrennen. Reicht das oder soll ich noch ein bisschen mehr erzählen? So, ein blaues Ungeheuer hat dich entführt, aber da kam ein grün gewandter Schwertkämpfer und hat dich gerettet. Ist das die Wahrheit? Hast du mir zugehört? Ja. Doch dieser heldenhafte Schwertkämpfer wurde daraufhin von einem Riss verschluckt. Was für ein tragisches Ereignis. Schön, dass du das nochmal paraphrasieren kannst. Ja, doch dieser heldenhafte Schwertkämpfer. Ja, okay, das haben wir schon gesagt. Er hat dir das Leben gerettet, Zelda. Ich wünschte, ich könnte ihm irgendwie helfen.
Wenn er von einem Riss verschluckt wurde, dann heißt das wohl, dass er auch eher weggezaubert wurde. Ja, so ziemlich. Ja, wahr, man kann nur hoffen, dass er noch am Leben ist. Weggezaubert, so nennt das Volk es doch, wenn jemand plötzlich verschwindet, als wäre er vom Erdboden verschluckt worden. Im wahrsten Sinne des Wortes, er wurde vom Erdboden verschluckt. So ist es, diese beängstigte Phänomen plagt unser schönes Reich leider beharrlich. Schon seit alter Zeit geraten regelmäßig Kinder in einen Riss und tauchen nie wieder auf. Daher schärfen wir ihnen von klein auf, sich dafür zu hüten, um weggezaubert zu werden. Doch bisher konnte nichts verhindern, dass immer wieder jemand diesem Phänomen zum Opfer fällt. Zurück bleibt der hohle Schmerz der Hinterbliebenen. In letzter Zeit erreichen uns immer vermehrt diese Neuigkeit. Ja, und es betrifft nicht nur Kinder, auch Erwachsene verschwinden spurlos. Was steckt nur dahinter? Auf jeden Fall sollten wir unverzüglich die Suche nach diesem grüngewandten Schwertkämpfer aufnehmen. Euer Majestät! Was stammelst du herum? Nun sag schon, was geschehen ist. Ei, ei, Kapitän, es ist schrecklich, die Risse scheinen gerade an verschiedenen Stellen größtes Unheil anzurichten. Wie bitte? Atme tief durch und berichte uns die Einzelheiten. Ja? Ja, jawohl. Auf geht's. Geh ein bisschen spazieren und plötzlich, zack, da ist ein Riss und man verschwindet drin. Nein, da kommen irgendwelche komischen Blubs heraus. Das ist nichts gut. So, ich glaube, ich sollte auch noch mal ein klein wenig das Spielmusik leise machen. 12,1 ist okay. In Sedelia-Dorf wurde jemand am helligsten Tag in einem Riss verschluckt und ist seitdem verschollen. Und auf der Ebene von Hyrule gab es Angriffe durch eigentümliche schwarze Monster. Besorgniserregend. Das erfordert sofortiges Handeln. Lass sämtliche Soldaten antreten. Sie sollen sich schnellstmöglich zum Ausrücken bereit machen. Jawohl. Zack, erstmal in einer anderen Welt wiederbelebt werden. Ja. Erstmal im Schlund sich wiederfinden und sich wundern, warum man da plötzlich ist und weswegen und wieso. General Dex, Ministerin Sinstra. Ah ja, meine Majestät. Sinstra, setze deine Nachforschung zur Natur der Risse fort. Wir müssen einen Weg finden, die Verschwundenen zu retten. In Ordnung, ei, Kapitän. Dex, du kümmerst dich um die neu aufgetauchten Monster. Triff alle Vorkehrungen und führe unsere Truppen in die Schlacht. Zu Befehl. Ei, ei, Kapitän. Unser Reich steht vor einer schweren Prüfung. Wir müssen den Ursprung der Risse ergründen und all unsere Untertanen sicher zurückbringen. Ich muss mich jetzt wirklich räuspern, aber da ist irgendwas hinter dir an dem Dings. Ich will, dass der König mich wegschubst. Und die zwei wissen ganz genau, dass man weggezaubert wird, wenn man in eine lila Riss reinläuft. Und was machen die? Die rennen da rein. Erstmal darauf ein Stückchen Käse. Oh, was passiert jetzt? Die sehen aus wie die gerade eben von vorhin, aber doch wieder nicht komplett. Wachen. König von Hyrule mit dem Fragezeichen dahinter. Und bringt sie in den Kerker. Wie bitte? Die Prinzessin? Zella, mein Eigenfleischenblut hat diesen Riss geöffnet. Wer über eine derart gefährliche Macht verfügt, darf nicht frei herumlaufen. Escusi? Escusi? Ich würde meinen eigenen Augen nicht trauen, aber General Dex und Ministerin Sinstra haben es auch gesehen. Naja. Nun, steht nicht herum. Nehmt sie sofort in Arrest. Jawohl, zu Befehl. Scusi, was passiert hier gerade? Ich habe gedacht, ich bekomme ein warmes Bad.
Und kann zur Katze in mein Zimmer gehen. Scusi, das gefällt mir nicht. Nicht sehr schön. Warum musste die Prinzessin in den Kerker? Was denkt sich der König dabei? Hast du nicht gehört, der Riss im Thronsaal, den soll Prinzessin Zelda geöffnet haben? Was? Du machst Witze? Dann ist sie wohl auch für alle restlichen Risse verantwortlich. Zelda, los, mach Boom Boom mit deinen Zaubern und so. Ich denke, es funktioniert nicht so ganz hier. Solange sie lebt, bleiben die Risse bestehen. Ich habe gehört, der König erwägt sogar, sie hinrichten zu lassen, um das Reich zu bewahren. Wie die Prinzessin aufs Schafott? Das darf doch nicht wahr sein. So, wir sind hier angekommen und ich schau mal,